Hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Modell hatten wir eigentlich schon mal auf dem Tisch, von mir sogar. Inzwischen aber auch wieder zurück im Gierkreuzlauf. Na ja, gut, nicht genau dasselbe Modell, aber so aus der gleichen hinterer Serie von Zero Tolerance. Ich hatte ja das Modell mit der echt üblen Bowie-Klinge. Hier haben wir jetzt das Zero Tolerance 0392, ebenfalls mit demselben Griff, aber mit etwas anderer Klingenform und in einer echt coolen farblichen Variante. Darum habe ich gedacht, wenn das hier schon ist, machen wir doch da mal schnell ein Video draus. Oh, das liegt geil in der Hand. Oh, hier noch so die Klinge, erinnert mich so ein bisschen von dieser Klingenform so an diese von Sock Knives hier, diese Vietnam Bowies. Ein bisschen hier mit diesem Hubbel hier noch auf das Wedge, aber auch cool, ne? Das Bowie lief ja extrem fein und spitz in diese Hechtklinge aus, während wir hier ein bisschen eine robustere Ausführung nach vorne haben. Auch ganz ordentliche Klingenstärke. Also eine hart im Nehmen, Stahl CTS 402P. Cool, auch nicht schlecht. Und was natürlich hier wirklich geil ist, ist diese grüne Hardware mit diesem matt-schwarzen Griff. Ich meine, das kommt ja wohl absolut abgefahren. Matt schwarz und ja, ich weiß nicht, das Grün, das ist kein Zombie-Green, das ist so ein Metallic-Grün, aber kommt cool. Und was soll ich sagen, die Zero Tolerance Messer, die sind halt verarbeitet, es ist halt einfach, ich sag's jetzt nur ungern, aber wenn du das perfekte Hintere willst, das wirklich perfekte, dann kauf dir eins von Zero Tolerance, weil die Zero Tolerance, die bauen echt, bah, Vollendung, ne? Klar, ein Originalhinterer ist ein Originalhinterer. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem Originalhinterer und einem Zero Tolerance Hinterer, nehme ich natürlich das Originalhinterer, weil es cooler ist. Aber wenn ich das Perfektere will, dann nehme ich das Zero Tolerance Hinterer. Weil, klar, also CT hat ihre Maschinen und alles halt einfach perfekt im Griff. Ne? Für diese Serienfolder in diesen Stückzahlen und solche Qualität zu halten, das ist schon. Das ist schon super. Da gibt es also nie irgendwas zu bemängeln. Läuft schön. Boah, wird schön reingesogen, ne? Klinge sitzt mittig. Ja, da ist noch das ganze Originalschmierfett drin. Also das sieht man, das sind so Vitrinenmesser, ne? Die einfach nur ein bisschen bespielt werden. Obwohl eigentlich schade um die Messer, ne? Die soll man verwenden. Das sieht auch cool aus, wie das geschliffen ist. Die Beschichtung 0392 BLKGRN Hinterer Design Kai USA CTS 204P. Liebe Leute von CT, also ich meine, es ist ja schön und gut, dass man die Bezeichnung ganz genau erkennen kann. Das ist wie so eine Referenznummer, ne? Aber Freunde, ich meine, das Ding sind doch coole Teile. Lasst euch da mal ein paar coole Namen einfallen, ne? Ich meine, gerade mit dem Schwarz und Grün, da kann man doch bestimmt ein bisschen spielen, was da Namen angeht. Und da braucht man nicht so einen Kauderwelsch von Zahlen, Buchstaben. Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal eine Limit Edition gewesen hier. Die kommen dann in den Schachteln. Richtig abgefahren. Mit Zertifikaten. Das volle Programm. Ne? Hand ausgefüllt, die Dinger. Cool. Einfach nur cool. Rattenscharf, wir schauen mal schnell. Ja, das ist ein 9 cm, sage ich mal hier an die kürzeste Stelle. 91 mm Klinge, Schneide haben wir so 86, Gesamtlänge 21 cm, also kein kleines Taschenmesser. Klingenstärke haben wir 4,00, ne? Also ganz genau, und auf die Waage bekommen wir 168 Gramm. Fette Titan, Platin, fette Stahlklinge, ja, hat ein bisschen Gewicht, die Standoffs auch in diesem coolen Metallic-Grün. Erinnert mich an so ein Grün von solchen Käfern. Es gibt auch solche Käfer, die so grün leuchten, ne? So ein Käfer, ne? Das wäre doch schon wieder was.
The Green Bug. Geil. Cooles Teil. Habe ich mir gedacht, wie immer, ab damit ins Videoarchiv. So, machen wir noch die Fingerabdrücke von der Klinge drunter. Dann sieht das aus wie neu. Wow. Wunderschön. Zero Tolerance baut einfach heiße Eisen, Freunde. So sieht's aus. So, und jetzt sage ich danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wollen wir mal noch einen Größenvergleich hinhalten? Einen Größenvergleich, wo habe ich eigentlich mal das Medford? Das ist vielleicht ein blöder Größenvergleich, weil das nicht jeder kennt und in der Hand hat. Aber ich habe gerade nichts anderes zur Hand. Ja, Nummer größer. Nummer größer. Oder haben wir noch was Bekannteres? Moment, machen wir noch ein bisschen zurück. Haben wir noch was Bekannteres? Wo habe ich eigentlich meine Messertasche? Ah, hier. Was nehmen wir da? Ja, weil das ist ja ein bisschen größer. Kann man das Güdi nehmen? Das Magna. Ja, da sieht man einen Tacken größer. Und was haben wir noch? Ja, wir können auch einen Standard hier Sock nehmen. Das ist dann im Vergleich zur 3-Inch EDC-Klasse, was ich sehr gern habe, eigentlich im so für die Hosentasche. 3-Inch EDC ist klasse. Sonst, ja, nee, was haben wir noch? Nicht mehr viel. Ich bin schon wieder ein bisschen unter ausgerüstet. Ne? In meiner Messertasche ist noch Platz. Hier haben wir noch eine Great Eastern Cutlery. Ja. Cool, okay. Ich würde sagen, das reicht. Freunde, haut rein. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, bye bye.